Das neue Jahr hat schon die ersten beiden Wochen hinter sich gelassen und nun wurde auch von städtischer Seite 2016 abgeschlossen. Oberbürgermeister Peter Feldmann lud zum Neujahrsempfang im Römer, um mit zahlreichen Gästen aus Politik und Prominenz einen Blick auf 2017 zu wagen. Er selbst hat einen für Frankfurt doch ziemlich wichtigen Wunsch. Ich möchte persönlich nicht, dass meine Kinder oder auch die Kinder meiner Nachbarn, meiner Freunde dann einfach sagen müssen, ich gehe weg aus der Stadt, weil ich hier keinen bezahlbaren Wohnraum finde. Es war mächtig was los im Römer. Nicht nur im Kaisersaal lauschten mehrere hundert Gäste den Worten des Oberbürgermeisters, auch draußen im Foyer. Die Frankfurter freuen sich auf ein spannendes Jahr 2017. Meine Wünsche für 2017, dass mein neues Theaterstück Ben Hur und die Ratten der Rennbahn voll einschlägt. Ich würde mir auch wünschen, dass wir, was die Politik im Römer angeht, dass wir da mehr Miteinander haben. Denn mit Miteinander kommt einfach mehr raus, als wenn immer nur die parteipolitischen Interessen verfolgt werden. Ich wünsche mir fürs Jahr 2017 insbesondere Sicherheit für Frankfurt, für Deutschland. Auch Ex-Oberbürgermeisterin Petra Roth ließ sich die alljährliche Neujahrsfeier nicht entgehen und verriet ihre großen Wünsche für das Jahr 2017. Dass wir uns unserer Gemeinschaft erinnern, dass wir unserer wehrhaften Demokratie und dass wir die Rechte, die wirklich die Menschenrechte, die wir im Grundgesetz haben, auch verbal dem Gegenüber, der meint, das würde nicht ordnungsgemäß umgesetzt, erläutern, welche große Freiheit wir dadurch haben. Das Thema, das die Frankfurter aktuell wohl am meisten beschäftigt, mehr als je zuvor, ist das Thema Sicherheit. 2017 stehen wieder mehrere große Veranstaltungen an, wie die internationale Autoausstellung. Die Stadt nimmt die Sorgen ernst. Alle großen Veranstaltungen schauen wir jetzt mit anderen Augen natürlich an. Da wird es immer eine große Polizeipräsenz geben und auch die eine oder andere bauliche Maßnahme. Aber ich würde mich freuen, wenn die Bürger trotzdem sich das weiter feiern, wenn sie zu großen Veranstaltungen kommen und sich ihr Leben nicht verändern lassen von wenigen durchgeknallten Menschen. Frankfurt geht also gut gerüstet in das Jahr 2017, damit wir auch weiterhin unsere Region so sicher wie möglich genießen können.